Für mich ist der Sound der 80er eine ganz große Melancholie, die wir alle zu dieser Zeit gespürt haben. Also es war irgendwie kein, es gibt ja diese lustigen 80er, diese neue deutsche Welle, klar. Aber das war nie irgendwie mein Ding. Sein Ding? Das ist Synthie-Pop in düsterem Gewand. Ein Sound, der für viele bis heute untrennbar mit dem Jahrzehnt verbunden ist. Mit seiner Bietigheimer Band Camouflage feierte Markus Mein internationale Erfolge. Die traurige Seite der 80er. Der größte Ansporn, als ich in dieser Situation war, in der ihr seid, oder vielleicht sogar noch davor, dass ich mal Musik mache, wo Jahre später jemand da sitzt und sagt, boah, das hat mich durch die und die Zeit gebracht. Das erinnert mich an das und das. Da habe ich die und die Bilder. Und das habe ich geschafft. Und das macht mich total demütig und glücklich. Und das mit Songs, die er noch als Schüler schrieb. Bevor Markus Mein überhaupt sein Abitur hatte, ging die erste Single von Camouflage bereits durch die Decke. Im Gegensatz zu uns werdet ihr gefeiert bei euren Konzerten. Uns haben sie nicht gefeiert. Uns hat einmal sogar der Hausmeister den Stecker gezogen bei einem Festival. Er sagt, die Scheiße hört er sich nicht länger an. Zwei Generationen, ein Sound, ein Ziel. Menschen mit Musik bewegen.